Heute beantworten dir Vortragende aus dem Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege die im Internet am häufigsten gesuchten Fragen. Herzlich willkommen, mein Name ist Bettina Maria Martleitner. Ich bin hauptberuflich Lehrende und Leitende hier an der FH Campus Wien für die Gesundheits- und Krankenpflege. Können Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, schauen wir mal, im Rettungsdienst arbeiten? Ja, können sie schon. Andererseits ist es oft so, dass viele über den Sanitätsdienst oder das Ziviljahr oder das soziale Jahr zu uns in das Bachelorstudium kommen. In unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Absolut. Wir haben wirklich viele Settings, spannende Settings und ich denke, es ist für jede Person etwas dabei. Wir haben das klinische Setting, es kann konservativ sein, aber auch operativ. Oder wir haben Kinder- und Jugendlichen-Settings, aber auch das Langzeitsetting gibt es oder familienorientierte Pflegesettings, also gemeindenahe Settings. Also es gibt eine Vielfalt und dann natürlich auch noch Intensiv- und Anästhesie. Also ich denke mir, es ist eine Bandbreite, in der man sich wirklich eine gute Nische suchen kann. Karriere machen. Ja, also es gibt berufseinschlägige Karrieren. Das bedeutet, dass im Krankenhaus, auch wenn man es glauben würde, nicht die Ärzte, Ärztinnen, Vorgesetzte sind der Pflegepersonen, sondern es ist tatsächlich das Pflegemanagement, die vorgesetzt sind und nicht die Ärzte und Ärztinnen. Und dadurch besteht auch ein gewisser Karriereweg. Das heißt, es gibt Stationsleitungen oder Bereichsleitungen und dann auch in der kollegialen Führung eine Pflegedirektion. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch Spezifizierungen, das heißt Fort- und Weiterbildungen. Oder eben auch, wenn Sie dann weiter studieren wollen, könnten Sie auch im Bereich der Forschung tätig sein oder eben auch in die Lehre oder auch ins Management gehen. In einer Arztpraxis arbeiten. Auch hier gibt es Möglichkeiten für gewisse Interventionen, vor allem in der Mitarbeit von Therapie und Diagnostik, können Pflegepersonen eingesetzt werden. In der Forschung arbeiten, absolut. Also es gibt Forschungskompetenzzentren, die PflegewissenschaftlerInnen und auch AbsolventInnen unseres Studiums anstellen, um eben gewisse Interviews zu führen, diese auszuwerten oder eben auch Computerprogramme zu bedienen. Nach dem Studium einen Master machen. Ja, es gibt mehrere Mastermöglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, weiter an der Universität Wien zu studieren. Es würde auch 3 Angebote derzeit an der FH Campus Wien geben, zur Beratung, zum Management oder zur Lehre, aber auch einen weiteren für Health Assisting Engineering, der ist sehr technikorientiert im Gesundheitswesen und auch das wäre eine Möglichkeit. Ich freue mich riesig, dass Sie sich für dieses Studium interessieren und würde mich freuen, wenn ich Sie auch begrüßen darf hier an der FH Campus Wien zum Studienstart. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.